Also das ist wirklich der adeligste Klops aller Zeiten. Das hier ist die Fricke der Aristokraten. Die Bulette des blauen Blutes. Und das machen wir heute. Wir machen Königsberger Klopse. Auf geht's. Also zuallererst beginnen wir damit, einen kleinen Sud herzustellen und unser Brötchen aufzuweichen. Das könnten wir natürlich einfach so in Milch geben, aber wir packen eh ein bisschen Zwiebel in unser Rezept rein. Von daher können wir die Zwiebel anschwitzen, mit Milch aufgießen und das Brötchen reinflocken. Nussbutter in einem Topf schmelzen. Ihr könnt natürlich auch normale Butter nehmen. Aber Nussbutter ist halt, wenn ihr mich verfolgt, wisst ihr es, einfach eine Nummer geiler. Die Zwiebeln geben wir jetzt direkt rein. Die Hitze schon mal ein bisschen runter, sodass wir die Zwiebeln nur ein bisschen glasig anbraten. Die sollen gar keine Farbe bekommen. Wasser. Unsere Klöße werden ja nicht gebraten, die werden ja gesiedet im leckeren Fond. Da schmeiße ich auch schon direkt ein paar Gewürze rein. In dem Fall ein bisschen Lorbeer, Nelke, Piment und Pfeffer. Auf die angeschwitzten Zwiebeln geben wir jetzt direkt unsere Milch und zerreißen ein trockenes Brötchen mit in die Flüssigkeit. Einmal schön vermengen und jetzt geben wir auf unseren Topf einen Deckel, stellen die Hitze so gut wie aus und lassen es einfach ein bisschen ziehen, dass sich das Brötchen richtig schön vollsaugt mit der Milch. Jetzt starten wir mit unseren Klopsen. Dafür haben wir hier 500 Gramm Hackfleisch vom Kalb, schön fettig. Hast du gerade die Sahne ausgetrunken? Hast du wirklich gerade einfach die Schlagsahne ausgetrunken? Du kannst nicht davonlaufen. Das geht nicht. Also, ey, hier passieren Sachen. Heute Morgen war auch das Fett weg von der Kalbschule, die wir gemacht haben. Einfach der ganze Fettdeckel weggemümmelt. Wir haben uns hier bei den Klopsen für eine klassische Variante mit Kalbfleisch entschieden. Ihr könnt es auch mit gemischten Hack mit Rind machen. Aber ich finde einfach, Kalb ist ein bisschen feiner im Geschmack und passt mehr zum Gericht. Dazu passen hervorragend Kräuter, die jetzt nicht so sehr auf der Fresse sind, sondern das Ganze noch ein bisschen unterstützen. Wir haben uns jetzt hier für Kerbel und ein bisschen Petersilie entschieden. Die groben Stiele nehmen wir weg. Und die Blätter von Kerbel und Petersilie hacken wir richtig schön fein. Die Kräuter kommen direkt zu unserer Hackfleischmasse. Außerdem hacken wir ein paar Sardellenfilets. Die Sardelle, die wirkt wie ein ganz natürlicher Geschmacksverstärker. Das hier ist quasi MSG and its finest. Italian MSG packen wir jetzt direkt in unsere Klopse. Das habt ihr auch bei Caesar Salad mit im Dressing. Das habt ihr, wo haben wir es noch? Sardelle. Sardelle, Sardelle, Sardelle. Im Prinzip könnt ihr es fast an jede Soße packen. Das ist wie eine Fischsoße. Das merkt ihr im Geschmack nicht als fischig, sondern einfach als vollmundig salzig. Das passt hervorragend. Außer natürlich übertreibt mit der Sardelle oder legt sie auf die Pizza, dann schmeckt ihr natürlich, was das ist. Am Ende des Tages. Ein kleiner Fisch. Also wenn du an Königsberger Klopse denkst, dann denkst du doch automatisch an Kapern. Habe ich so das Gefühl. Ich meine, ich bin jetzt hier auch nicht aus der Ecke. Ne? Ich mache zwar die besten Königsberger Klopse, als Zuzo, aber dennoch muss ich sagen, wenn du irgendjemand erzählst, Königsberger Klopse, dann habe ich sofort Kalb und Kapern im Kopf. Das sind die 2 Ks halt. 3 Ks wäre 1 K zu viel. Kapern mit dazu. Ich finde, was bei Buletten nicht fehlen darf, könnt ihr aber entscheiden. Aber ich finde auch diese Senfigkeit am Ende der Soße, die finde ich genial. Und ich finde, die passt auch hier oben in die Region. Von daher nehmen wir einen Teelöffel Senf mit rein. 2 Eier für die Bindung. Das passt perfekt eben für solche Gerichte, auch für die Zartheit des Kalbes. Ist ein bisschen Zitrone, aber nur als Zeste mit dazu. So ein Hauch von Zeste. 2 Prisen Salz. Und selbstverständlich frisch gemahlener Pfeffer. Und die Masse vermengen wir jetzt mit unseren Händen, selbstverständlich, zu unserer Klopsmasse. Marvin, hast du kurz eine Hand? Weil ich würde jetzt das dazugeben ja wollen. Jo. Das ist ein Applaus für Marvin Krötzinger, meine Damen und Herren. Wenn auch ihr mehr von Marvin sehen wollt, dann schreibt einfach unten in die Kommentare. Hast du gesehen, wie es beim ersten Video abging? Ja, mega. Hast du es gesehen bei Mac and Cheese, wie alle Leute Marvin geschrieben haben? Aber hört auf, mir Geld zu schicken. Ich habe genug. Ist das so? Nee, ist echt so. Ja. Weil hier alle fair behandelt werden? Ja, weil der bezahlt uns richtig übertariflich. Auch mit Urlaub und so. Auch mit Urlaubstage, 12. bis 13. bis 14. des Monatsgehalt. Der Herr Amann ist ein toller Mensch. Wenn die Masse noch ein bisschen feucht ist, dann packt einfach noch ein bisschen Panko-Mehl rein oder Paniermehl. Also in dem Fall packe ich jetzt ein bisschen Panko rein. Das zieht auch ein bisschen Feuchtigkeit und gibt der ganzen Masse ein bisschen mehr Halt, dass wir auch eine ordentliche Kugel daraus formen können. So, wer mag meine Hände ablecken? Das ist ja immer so, wenn ihr irgendwas mit Parmesan oder auch mit Sardellen, Anchovies würzt, dann oder auch Fischsoße, Sojasoße, klar, logischerweise hat alles von diesen Sachen, die irgendwie diesen vollmundigen Geschmack mitbringen, auch jede Menge Salzanteil. Also immer ein bisschen sparsam sein im Salzen von eurer Masse. Denn auch wenn der Fisch jetzt erst grob gehackt ist, der gibt jetzt Salz nach und nach an die Masse ab. Also lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Aber einen ganz, ganz großen Trick, den wir benutzt haben, um die besten Königsberger Klopse zu machen, ist ein bisschen zu cheaten. Und das Video habt ihr
vor 3 Monaten. Vermutlich gesehen, es geht hier, ihr könnt Gleiches mit Gleichem ergänzen. In dem Fall würde ich jetzt einfach mal noch so ein Esslöffel Kalbsjus, also wirklich puren Geschmack, mit an die Masse geben. Nur wenn ihr es habt. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Wenn ihr es habt, Porno ist geil. Kann ich nicht anders sagen. Jetzt wird es wirklich tief. Okay, das mischen wir mit ein und danach, ich glaube, besser ginge es nicht. Besser geht es wirklich nicht. Was man einfach an der Stelle sagen muss. Es ist ein Tipp von mir für euch, wenn ihr große Mengen an Dumplings macht, Klöße, Knödel, whatever, nehmt euch eine kleine Menge, formt die schon mal oder nehmt ein kleines Ravioli und stellt euch einen kleinen Topf auf und kocht die Probe. Denn nichts ist beschissener, als wenn ihr am Ende alles ins Wasser schmeißt und die Kloßmasse hält nicht oder der Knödel geht auf oder sonstiges. Ich sehe jetzt hier so ein bisschen von der Oberfläche, die Fransen sind mir ein bisschen zu viel aus, sprich, die sind von der Masse her zu feucht. Geschmacklich. Very hot. Very hot. Mhm. Geilkräuter kommen richtig gut durch. Auch beim zweiten Mal noch sehr heiß. Und in unserem Fall justieren wir die Masse einfach noch mal ein bisschen mit Feinbröseln nach. Geben die mit oben drauf und arbeiten die nach und nach mit ein. So sieht die Masse gut aus. Wenn ihr sich jetzt einfach von der Schüssel lösen lässt, nichts hinten dran bleibt, nichts mitzieht, ist perfekt. Da haben wir eine schöne Haptik erreicht. Aber bevor wir jetzt anfangen, die Klopse abzudrehen, würde ich sagen, stellen wir uns schon mal unsere Kartoffeln auf, weil die brauchen eine Zeit, dass wir auch Stampf und Knödel alles gleichzeitig fertig bekommen am Ende. Dafür, logischerweise, Kartoffeln immer kalt ansetzen. Und dann wisst ihr jetzt auch nach dem 5. Video, es geht einfach darum, dass die Kartoffeln gleichmäßig gar werden. Wenn wir jetzt hier in heißem Wasser, ach, ich erkläre es nicht zum 100. Mal, oder? Es geht hier aber um die gleichmäßige Garung, dass ihr nicht zu lange auf eure Kartoffeln warten müsst und deswegen immer schön kalt ansetzen. Wir stechen uns jetzt mal ein paar Klöße ab. Ist immer schön, eine nasse Hand dabei zu haben. Das hilft, dass die Klöße nicht... es ist immer schön, eine nasse Hand zu haben. Auch für euch privat. Habt doch einfach ein bisschen mehr nasse Hände. Und von der Kloßgröße, da müsst ihr selber entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Ich fange jetzt mal an, dass es für mich gut anfühlt. Das ist ein guter Kloß. Erstmal ein bisschen zusammendrücken. Und anschließend zu Kugeln formen. Viel besser. Das ist eine richtig schöne Masse. Zacka. Sobald das Wasser anfängt zu sieden, geben wir uns nach und nach unsere Klopse hinein. Das Wasser soll wirklich nur sieden. Wir sind ja bei 85 bis 95 Grad. Nicht sprudelnd kochen. Für 15 Minuten lassen wir sie darin jetzt langsam, langsam gar ziehen. Für unsere zweite Beilage hobeln wir uns jetzt vorgegarte rote Beete hier über die ganz grobe Seite unserer Vierkantreibe. Wir arbeiten hier ein bisschen mit diesen Senftönen aus dem Meerrettich und aus dem groben Senf. Jeweils einen Teelöffel an die geriebene rote Beete geben. Für die Säure und die Fruchtigkeit, ich habe jetzt hier so einen Himbeeressig, es gibt auch ein wunderschöner Balsamico, einfach mal so einen Esslöffel oben drüber geben. Und um dieser Säure wieder gegenzuwirken, ich weiß, die rote Beete hat schon sehr, sehr viel Süße, aber so ein erdiger, okay, ohne Werbung, aber so ein erdiger Goldsaft, ich meine, Zuckerrübensirup, ne? Ist schon, ihr könnt auch Ahornsirup nehmen, ne? Das hat auch diese wunderbare Nussigkeit, die passt hervorragend zur rote Beete. Auch nochmal, ich würde sagen, so einen Teelöffel. Und das vermengen wir jetzt ganz grob mit einer schönen Prise Salz zu einem frischen Rote-Bete-Salat als Beilage zu unseren Klößen. Wenn ich jetzt nicht mehr vorhätte heute, würde ich es ohne Handschuhe machen. Aber wenn ihr auch keinen Bock habt auf rote Hände für die nächsten 8 bis 18 Stunden, nehmt euch irgendwie einen Handschuh oder nehmt eine Gabel zum Vermengen. Oder lasst es jemand anders machen, der besser mit roten Händen umgehen kann. Ich habe jetzt hier am Set niemanden gefunden. So, fertig ist. Rote-Bete-Salat. Ich finde, zu so einem mittlerweile geilen Hausmannsgericht wie Königsberger Klopse passt ein Kartoffelstampf besser als ein Püree. Püree geht natürlich auch, ist schön, aber so ein ehrlicher Stampf mit Milch statt mit Sahne finde ich hier genau angemessen. Deswegen erhitzen wir uns einfach mal so um die 200 bis 300 Liter Milch. Würzen die auch schon mal mit Salz, Pfeffer und Muskat. Die lassen wir jetzt einmal aufkochen und geben die dann mit zu unseren gleich gestampften Kartoffeln. Sobald die Knödel oben schwimmen, ist das immer ein Zeichen, dass sie gut sind. Die nehmen wir jetzt raus und stellen die erstmal beiseite. Die Brühe, die jetzt durch unser Kochwasser entstanden ist, von unseren Klößen, machen wir wieder an und reduzieren das Ganze weiter ein. Das wird nämlich die Basis, beziehungsweise der ganze Körper unserer Soße später. Sobald die Kartoffeln ganz leicht vom Messer runterrutschen, sind sie egal. Dann können wir anfangen, Hitze runterdrehen, Kartoffeln rausnehmen und direkt stampfen.
wenn auch du noch dabei bist, wäre jetzt der Zeitpunkt, auf Like zu drücken, ein Abo da zu lassen oder lass da einfach mal einen netten Kommentar da. Danke. Okay, die Kartoffeln sind gar. Hitze aus und abgießen. Die brauchen wir auch gar nicht abschrecken. Wozu auch? Was wir jetzt machen ist, wir drücken die jetzt direkt bei uns in eine Schüssel. Wenn ihr diesem Kanal hier aufmerksam folgt, dann kennt ihr den Trick bereits. Wir nehmen die Kartoffeln, wie sie sind, mit Schale, geben die direkt hier in so eine Kartoffelspätzlepresse und drückt die aus. Und das Geile ist, die Dinger kommen ohne Schale unten raus. Denn die Schale, die sammelt sich da hinten an der Drückplatte, an der Pressplatte und geht nicht mit durchs Sieb. Auf die noch heißen Kartoffeln geben wir jetzt einen schönen Esslöffel Nussbutter oder normale Butter, was ihr habt. Aber ihr wisst, Leute, ich bin Fan von Nussbutter. Sobald die Milch anfängt zu kochen, nehmen wir sie von der Hitze runter und gießen sie direkt heiß über unser Kartoffelpüree. Das ist genau der Stamm, den wir haben wollen. Das Ganze sollte nicht zu cremig fließend sein, sondern lieber eine schöne Haftung haben, damit das Ganze auch am Ende fantastisch oben drauf stehen bleibt. Alles klar, Leute, jetzt im letzten Schritt machen wir unsere Soße, unsere typische helle, unsere typische helle Soße für unsere Königsberger Klopse. Und das ist eine Mehlschwitze. Mehlschwitze, das heißt, wir nehmen hier ein bisschen Butter und lassen das Ganze schmelzen. Verrühren jetzt die flüssige Butter mit Mehl zu unserer Roh. Das geben wir durch ein feines Sieb nach und nach unsere Brühe hinzu und verrühren unsere Soße. Ich breche jetzt hier gerade mit meiner typischen Regel, auf eine heiße Roh eine kalte Brühe, eine kalte Milch drauf zu geben. Aber wir haben jetzt auch keine Zeit, um jetzt 2 Stunden zu stehen und warten, bis der Riesentopf Brühe runtergekühlt ist. Von daher immer nur peu à peu Kellen dazugeben und viel rühren. Und wir verhindern auch dadurch, dass die Soße klumpt. Wir gießen jetzt unsere Soße, damit diese typische helle Soße die Sämigkeit und die Farbe bekommt, mit Sahne auf. Geben jetzt auch schon unsere Kapernäpfel, unser Kapernwasser mit dazu und kochen das Ganze einmal auf. Wir schmecken das nochmal final, weil du brauchst hier einfach so ein bisschen Säure, um gegen diesen Heavy Kloß, ein bisschen Kartoffelpüree und rote Beete anzustinken. Noch ein bisschen richtig schöne Frische. Und geben da jetzt ein paar Tropfen Zitrone hinzu. Und jetzt, was wir jetzt machen ist, wir nehmen unsere bereits gegarten Knödel, geben die mit rein, kochen die ganze Soße noch einmal schön auf und jetzt richten wir an. Haben hier einen schönen Flatscher Kartoffelpüree. Obendrauf kommt so ein bisschen rote Beete. Obendrauf noch ein paar frische Kapern. So. So. Das Ganze napieren wir jetzt mit noch mehr Soße. Wenn du mir sowas servierst, bist du mein Freund. Also ohne Scheiß, das ist, mehr brauchst du gar nicht. Ich habe ja schon die Soße probiert. Eine einzige Macht. Könnt ihr auch für andere Sachen nehmen. Also das für ein geiles Frikassee passt die Soße halt auch. Sehr, sehr geil. Ne? Helle Soße oder so ein Kalbsragout oder sowas. Hammer. Der Kloß. Als würde ich eine Kalbswolke essen. Perfekte Säure, perfekter Salzspiel. Zusammen mit der roten Beete. Jetzt ist ein Zusammenspiel, hier harmonisiert einfach alles. Die rote Beete untereinander mit dem Senf zusammen, vom Meerrettich, vom Senf an sich. Püree erdet das Ganze wieder so ein bisschen obendrauf. Diese wirklich adelige Kalbsfrikadelle, bombastisch. Leute, viel Spaß mit unseren Königsberger Klopsen. Und danke fürs Zuschauen. Achso. Ist der Adelsgruß, meinst du, ne? Ja, klar, Logo. Hey, hier. Hallo, ich bin Klosi. Nein, wir spielen nicht mit dem Essen. Aua. Ah, das ist heiß. Es kocht das Wasser halt, ne? Kann man nicht sagen. Mmh.